Der Sonntag ist sozusagen das Zugpferd des Westerstedter Frühjahrsmarktes. Bei trockenem, kalten Frühlingswetter zog es Tausende aus der ganzen Region in die Ammerländer Kreisstadt. Während Schnäppchenjäger am Vormittag an vielen Flohmarktständen feilschten, lockten am Nachmittag die geöffneten Geschäfte. Auch die bunte Budenstadt und die Fahrgeschäfte auf dem Albert-Postplatz luden zum Besuch. Freunde historischer Fahrzeuge kamen bereits am Sonnabend auf ihre Kosten. Auf dem alten Markt fand ein Oldtimer-Treffen statt. Diesen Montag enden die vier Feiertage mit dem Familientag. Ab 14 Uhr gibt es ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften. Am Abend endet die Veranstaltung unter dem Motto Rock am Markt.